Moin moin, liebe Freunde, zum Fußballmanager 12, Folge 91 oder so, keine Ahnung. Hier sind wir in Kiel mit dem Cast von Zockerdudes und haben eingeladen die zweite Mannschaft von SV Werder Bremen. Und wir wollen jetzt mal eigentlich gewinnen, ne? Wir wollen gewinnen, wir wollen die Bremer mal, ja, wie soll man es sagen, ein bisschen vorführen. Ne? Weil wir das einfach können. Weil wir es können. So, gelb vorbelastet. Marek Schehn und Daudi und Death Hunter. Vielleicht sollten die heute mal eine gelbe Karte kassieren. Wäre vielleicht mal nicht schlecht. Sieht sie nächstes Mal raus. Können andere mal rein. So, können wir irgendeinen hier? Stevanovic und Avdic. Ja, genau. Die beiden kenne ich. Die sind hier wohl in der zweiten Mannschaft. Death Hunter am Ball. Passt auf Otaldo. Der auf Dambo ablegt. Der abzieht. Ah, schade. Ja, mit ein bisschen mehr Effekt und ein bisschen mehr Präzision wäre da höchstwahrscheinlich auch drin gewesen. Na gut, gucken wir mal, was die Bremer uns heute entgegenzusetzen haben. Wir haben eine Tordifferenz von plus 95 mit 82 Punkten. Ja, Dambo passt rein. Auf Otaldo. Nein, nein. Ah. Schade. Ja, das war einfach unmöglich. Und wieder auf Death Hunter. Oh, der liegt aber auf Dambo. Ah, wollte er schießen oder auf Sweet Danny passen? Ich weiß es nicht. Honeyboy passt auf Dambo. Der geht nochmal ran. Ah, Robin. Schade. Das war schon in der Nähe des, ja, guten. Daudi. Dambo auf Death Hunter. Jetzt Sweet Danny. Zurück auf Dambo. Der passt auf Death Hunter. Sieht nicht Sweet Danny außen. Versucht sich durchzutanken. Wird umgehauen und dadurch kassiert Balogun eine gelbe Karte. Ja, so ist das. Und jetzt Daudi vielleicht wieder am Ball. Kann er den versenken? Oh, weit daneben. Schade. Also, im Moment haben wir 82 Punkte. Das ist schon gar nicht mal so schlecht, ne? 82 Punkte. Damit haben wir 29 Punkte Vorsprung. Ja. Death Hunter stand im Abseits. Aber da der Tor... Ich finde das ein bisschen komisch, dass hier der Torwart dann nichts mehr macht. Ja, ja, ist so Abseits. Und der Ball war drin und der Schiedsrichter entscheidet irgendwie... Nee, war doch kein Abseits. Ups. Das wäre dann ein bisschen doof, ne? So, Bremen versucht in den Angriff zu kommen, aber wird wieder aufgehalten. Death Hunter legt sich den Ball weit vor, spielt den Pass komisch. Stevanovic, was war da los? War das ein Foul, Handspiel? Ich weiß es nicht. War komisch, Robben passt rein auf Honeyboy, super. Aber dann verliert er den Ball an der Verteidigung. Avdic jetzt am Ball. Passt ihn auf Stevanovic. Auf die linke Seite, auf Schön. Ah, Schön weiß nicht wohin. Röcker. Und da haben wir den Ball wieder. Sweet Danny. Passt auf Dambo. Auf Death Hunter. Und jetzt ist doch da die Chance gewesen. Mann. Jungs, was denn los? So, Dambo. Bereite nochmal vor. Sweet Danny. So, jetzt nochmal. Daudi. Auf Dambo. Jetzt auf Death Hunter. Der Platz. Der hat da Platz, will ablegen und was macht er? Er legt sich hin. Ah. Also es scheint nicht an Chancen zu mangeln, nur an der endgültigen Umsetzung. Da, Otaldo spielt da richtig gut durch, passt auf Death Hunter, der leider das Tor verfehlt. Ein Abseits bisher und ja, ein paar Chancen. So, oh, Ayik, außen, kann da reinflanken, ja, aber zu Dina, passt gut auf, Avdic, aber trotzdem noch dran, Avdic, und drin ist das Ding, 0:1, für Werder Bremen, Danny Avdic, angepasst von Onur Ayik, was auch immer, wie immer heißt, ja, da sahen wir nicht gut aus.
Ach, Jungs. Das müssen wir jetzt aufholen. Ja, so langsam zum Ende hin der Saison wird unsere Mannschaft wesentlich schwächer. Also wir haben am Anfang richtig viel Power gegeben. Sweet Danny. Leider zu lang der Ball. Da kommt die Verteidigung zwischen. Da müssen wir aufpassen. Aftic. Gut. Jungs, ihr müsst da hinten irgendwie aufpassen. Also da müssen wir uns vielleicht noch was überlegen. Da legt Jani ganz weit ab. Auf Death Hunter, auf Honeyboy. So, schön. Auf Dambo. Jetzt. Schuss. Oh, der war doch... Ich dachte, der wäre drin. Ah, Meter daneben. Schade. Siebte Chance für uns, aber noch kein Tor. So, wieder über außen. Schön. Aber Zutina passt gut auf. Dambo spielt Sweet Danny in den Lauf. Wunderbar. Sweet Danny, was machst du? Was machst du? Spiel auf... Otaldo! Nein! Och Mann, schon die zweite Chance, die Otaldo da nicht macht. Ecke, die erste für uns. Flanke rein. Nein, Sweet Danny. Ah, schade. Also wir machen nicht genügend Treffer. Eindeutig. Sweet Danny. Pass. Sehr schön. Dambo. Dambo. Jetzt Death Hunter. Drin ist das Ding. 1:1. Endlich. Genau diese Dinger, die machen wir doch immer. Wenn Death Hunter da alleine vom Tor ist und nicht direkt schon vorm Torwart steht, dann macht er die Dinge immer rein. Das kann er. Und wie uneigennützig Dambo dabei. Er hätte auch selbst schießen können, aber nein, er legt ab und Death Hunter macht das Ding rein. Schönes Spiel. Damit steht es wieder unentschieden. 40 Minuten gespielt. Und Bremen will wohl nochmal nachlegen, schätze ich mal. Aftic. Schön. Oh, auf Aftic. Gut gespielt. Aber Michael Jani passt da gut auf. Also da hat unsere Verteidigung gar nicht aufgepasst. Ohne unseren Schlussmann wäre da einiges. Kopfball aus der Entfernung und fast wäre drin gewesen. Meine Güte, die Bremer hauen aber richtig heute rein. So, Abschlag. Sweet Danny kommt nicht mehr richtig ran oder was auch immer. Eigentlich hätten wir den schon zweimal haben müssen. Stevanovic spielt auf Ajik. Der flankt rein. Aber Zutina hat gut aufgepasst. Marek Scheen. Auf Robin. Auf Honeyboy. So, jetzt geht's weiter. Aber der Schiedsrichter sagt, Halbzeit, Jungs. Halbzeit. Erstmal ein bisschen ausruhen. Kurz die Beine durchschütteln. Könnte noch besser laufen. Wir versuchen erstmal hier unsere Mannschaft ein bisschen zu motivieren. Michael Jani auch ein bisschen motivieren noch. Otaldo. Eigentlich möchte ich ihn motivieren. Weil nach den vergeigten Chancen. So. Und Zutina. Wunderbar, wunderbar. An Aufstellung belassen wir es erstmal. Wo wir eventuell nachher vielleicht noch wechseln, ist vielleicht Otaldo. Weil er nicht so gut irgendwie die Dinger da gemacht hat. Er spielt zwar Flanken und so weiter, aber irgendwie kriegt er die Dinger nicht so richtig gut rein. Naja. So, Aftic spielt nach hinten. Fliedel, heißt der Niedel, echt? Schön, Marek. Auf Daudi. Der wieder zurücksetzt auf Robin. Spiel wird schön aufgebaut von Honeyboy. Auf Daudi. Und jetzt auf außen, Sweet Danny. Wo kann er reinpassen? Flanke. Death Hunter! Oh, schöner Kopfball. Wir wissen ja noch aus dem PES Let's Play mit dem KSV Zockerdudes oder auch mit dem SV Werder Bremen. Da war Death Hunters Stärke nicht unbedingt der Kopfball. Sehr schön, Sweet Danny. Aufgepasst. Pass auf außen, auf Dambo. So, der spielt in die Mitte auf Honeyboy. Wird da umgehauen. Sweet Danny bleibt dran. Sweet Danny spielt auf Death Hunter, aber der passt nicht genug auf. Er hat den Hintermann nicht kommen sehen. Und damit war unser Vorteil wieder für einen Poscher. Oh, oh, oh. Da wurden wir vernascht. Und 2:1. Timo Konen. Das sah nicht gut aus da.
Ich habe jetzt nicht gesehen, welcher Verteidiger es war. Ich glaube, es war... Weiß ich nicht. Einer der Innenverteidiger wird es gewesen sein. Müssen wir aufpassen. Sweet Danny verliert den Ball wieder. 54 Minuten gespielt und wir liegen hinten. Das kennen wir ja noch von... Aus der letzten Folge, das erste Spiel gegen Unterhaching, wenn ich mich richtig erinnere. Aber da kamen 20.000 gelbe Karten noch dazu. Gelb-Rot auch noch für Otaldo. So. Der Santa setzt sich da durch, aber verliert den Ball. Och, Mann. Robben, aufgepasst. Sweet Danny spielt. Wollte er es auf Dambo spielen? Ich weiß es nicht. Mike Sheen passt auf Honeyboy. Passt zurück. Und wieder auf Honeyboy. Passt zurück. Auf Otaldo. Flanke. Oh. Der Kopfball war schon nicht verkehrt. Dass er überhaupt reingekommen ist. So, Honeyboy. Jetzt mal ein bisschen da Gas geben, Jungs. Genau. Oh, rote Karte, alter Schwede. Von hinten reingegangen. Nichts. Okay. Aichichik, oder wie der heißt, kommt rein. Für Ayik. Nein, Otaldo. Oh Mann. Aus der Position, da kannst du nicht da rausschießen. Taktik. Gehen wir mal in die Taktik. Wen können wir denn da hinstellen? Ah, ist schon echt schwierig. Julian Poikler, da fangen wir doch erstmal an. 4,5. Es könnte sein, dass er das war oder Zutina, einer von beiden. Hat die Note gesagt, 4,5, das ist nicht gut. Defensives Mittelfeld. Können wir vielleicht mal Mats wieder rein? Und den letzten müssen wir nochmal kurz überlegen. Ich mag irgendwie ungern Otaldo da rausbringen, weil wir kein gutes Adäquat auf der linken Seite haben. Truben, vielleicht noch in der zweiten Mannschaft. Dambo. Death Hunter. Spielt wieder zurück. Marek Sheen. Auf Otaldo, der den Ball da verliert. Aber Marek Sheen passt auf und macht da irgendwie irgendwas. 66 Minuten gespielt. Jungs. Jungens. Können wir hier noch zwei Tore machen? Ich glaube, irgendwie nicht. Ich glaube, irgendwie nicht. Das wird als Foul angesehen, ja. Da haben wir unser Wechsel. Mats kommt rein, die Nummer 7. Wuhu! Verwandeln Sie den direkt. Ist eine gute Position. Ja. Das wird unsere... Ich weiß gar nicht. Erste Niederlage hier richtig. Sieht nach der ersten Niederlage aus. Aha, irgendwas war da faul. Erfurt Saarbrücken, 0:1. Ja, die Bremer, die hauen uns heute hier weg. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ach. Also das ist echt ein weiter Ball. Den hat Reisacher locker gefangen. Also drei Tore schießen wir hier nicht mehr. Weit nach vorne. Stallbaum dran. Otaldo, geh doch rein. Oh, Mist, ey. Wir wären da vorne richtig frei gewesen. Zutina, aufpassen. Daudi, Röcker kommt. In der Mitte frei. Ja, jetzt ist hier aber nichts los. Schön, Dambo. Sweet Danny. Na. Gelbe Karte für Honeyboy. Ja, okay, der war ein bisschen gemein. Gucken wir nochmal hier. Ja, bringen wir doch mal Passi rein für Honeyboy. Nur damit ich noch irgendwie eine rote Karte kriegen oder sowas. Zutina. Honeyboy auf Sweet Danny. Lauf außen, lauf, lauf, lauf. Ah, oh, der ist fertig oder was? Warum kommt der andere da so schnell ran? Wir haben doch total die Sprinter. Mats. Wieder seit langem dabei. Ich glaube, er war schon länger nicht mehr im Spiel. Oh, da kommt das 4:1.
Doch nicht. Schön aufgepasst. Danke an Michael Jani, dass es hier nicht schon 1:8 steht oder so. Ecke für Bremen. Aber Michael hat da locker den Ball rausgefangen. Abschlag. Aber wer ist dran? Wir nicht. Aftic spielt wieder auf Cohn. Mats passt gut auf. Zutina bedrängt ihn und Mats schlägt den Ball weg. Jetzt auf Death Hunter. Auf Dambo. Und jetzt müsste er Sweet Danny sehen. Ah, schade. Da hat er einfach zu lange gebraucht. Wir versuchen es nochmal über die Außen. In die Mitte rein. Dambo spielt jetzt. Wunderbar. Otaldo. Was? Ja! Dambo! Schuss! Was soll denn das? Ja, das Spiel haben wir definitiv verloren. Da gibt es nichts zu rütteln. Und ich habe extra noch gesagt, wir verlieren nicht. Oh, Mist. Das geht richtig in die Hose. Aber wer rechnet schon damit? Och, das gibt's doch nicht, ey. Wie spielt ihr denn heute? Oh, Mann, ey. Ja, die Bremer, die hauen uns heute richtig weg. 1:3, aber man verliert halt auch mal, ne? Man kann nicht immer gewinnen. Und das ist ja echt selten, dass wir verlieren. Deswegen können wir eigentlich nur froh sein. Wir haben 81 Punkte. Wir können ruhig mal ein paar Dinger verlieren. Abseits? Handspiel? Wie dem auch sei. Das wenden wir jetzt nicht mehr in diesen Kunden. Mats will den Ball nicht. Aftic ist dran, wieder auf Cohn. Können sie jetzt nochmal hier was machen? Aitschik. Nee, Malchin passt gut auf, haut ihn da um. Otaldo spielt aus. 13 Chancen und ein Tor haben wir nur gemacht. Ach du meine Güte. Ja, war wohl die falsche Taktik von mir und ich bin natürlich stur drauf geblieben. Drinne. Ja. So, jetzt kann er ruhig abpfeifen. Wir wollen es nicht mehr sehen. Wir wollen es nicht sehen. Vielen Dank für dieses wunderbare Spiel. Das ging ganz gewaltig in die Hose. Ja, wir wissen. Okay, wir haben verloren. Unsere zweite Niederlage in dieser Saison. 27 Siege, 2 Niederlagen. 30 Spiele schon gespielt. Es gibt, glaube ich, 38 Spieltage, ne? Das heißt, wir sind bald vorzeitig Meister. Ob Dominik Obexer auf der Titanic gerettet hätte, weiß ich nicht. Auf jeden Fall wären alle Überlebenden topfit gewesen. Aha. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass wir plötzlich so viel von dem vermissen lassen, was uns stark gemacht hat. Im Grunde haben wir Werder Bremen 2 nur sporadisch gefordert. Ja. Aber wie ist es Fair Play hochgegangen? Und Aftic war besser als Dambo. Na. Sponsor ist enttäuscht. Na. Ausstieg. Der Kasper hat den Ausstieg geschafft. Wir sind vorzeitig Meister. Mensch. 9 Spiele vorher. Warte. Ja, 9. Ja, super. Sponsor ist enttäuscht. Ansprache fehlgeschlagen. Wirkt sich auf die Moral aus. Die Moral ist, weiß ich nicht. Empfehlung der zweiten Mannschaft. Eriksen, Stürmer, der konstant gute Leistung bringt. Ja. Reserve. Gewinnt 10:0 gegen Halbese. Eriksen erzielt 6 Tore, Heckenkarlsson 2 Tore. Eriksen, ja. Ja, das stimmt. Erste Mannschaft, gucken wir mal kurz. Da haben wir halt Honeyboy. Honeyboy ist ja schon Bratpfanne. Und Death Hunter. Wie ist denn die Form da von ihm? Von Eriksen? 17, 80 Stärke mit einer Form von 17, ja. Er könnte gut. Aber noch einen auf der Bank sitzen haben, ist natürlich doof. So hat er halt Spielpraxis, ne? Naja, gut. Dann war es das erstmal für diese Folge. Wir sehen uns dann bei der nächsten wieder. Macht's gut!